Leute, ich zeig euch heute, wie man Prosines macht. Du brauchst dazu ein Packung Blätterteig, bereits ausgewählt, 3 bis 4 Esslöffel Zucker, etwas Wasser, um das Backpapier zu besprühen. Ja, so wird's gemacht. Bevor du den Teig auspackst, kannst du das Backblech mit dem Backpapier auslegen. Besprühe das Backpapier mit etwas Wasser. Dank dem Wasser wird der Zucker auf den Prosine schön goldbraun. Jetzt kannst du den ausgewählten Teig beidseitig mit Zucker bestreuen. Rolle den Teig von links und von rechts her in die Mitte. Dann schneidest du die Teigrolle in etwa 1 cm dicke Scheibe. Leg die Scheiben auf das Backblech. Achte darauf, dass sie nicht zu nah beieinander liegen, da die Prosines beim Backen aufgehen, also größer werden. Nun backst du die Prosines bei 200 Grad etwa 15 Minuten im vorgeheizten Backofen. Ja. Auf Wiedersehen.